zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Kreiner. Der Budget- und Finanzsprecher der SPÖ. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren hier das sogenannte Jahressteuergesetz. Ist jetzt, der Titel ist neu, der Inhalt ist alt, nämlich weil es bisher auch immer etwas derartiges gab. Es hieß nur Abgabenänderungsgesetz. Das heißt, wir haben jetzt hier an und für sich mit einem neuen Titel zu tun, aber dass es zumindest ein, manchmal auch zweimal im Jahr ein Sammelgesetz gibt, wo steuerliche Änderungen beschlossen werden, ist nichts Neues. Der Titel ist neu. Es gibt eine Reihe von vernünftigen Vorschlägen in diesem Jahressteuergesetz drin. Die wird dann sicher der Kollege Kopf auch darstellen. Ich konzentriere mich auf die weniger durchdachten Vorschläge. Als erstes ist ein etwas, was jetzt ohnehin gerade debattiert wird, aber ein paar Worte muss man schon noch finden zur Frage dieses Familienmalus. Also zumindest gibt es hier Familien, die kriegen gar nichts und andere kriegen viel und andere kriegen ein bisschen was, was eigentlich die Idee dahinter ist. Und jeder, dessen Kinder in die Schule gehen oder jeder, der selber in die Schule gegangen ist, erinnert sich ja noch daran, wie das war, wenn diese teuren Schulveranstaltungen stattfinden. Also ein Schulskikurs, eine Wienwoche oder vor allem auch, was jetzt sehr in Mode ist, die Sprachwochen. Tolle Einrichtung, dass man eine Woche wenn man Englisch hat, nach Irland, nach Galway zum Beispiel fliegt und dort Englisch einfach lernt oder nach Spanien, wenn man Spanisch lernt. Super Einrichtung. Nur das, was wir wissen, ist, für ein Drittel der Eltern, der Kinder, es ist kein Problem, diese Kosten zu zahlen. Da geht schnell um 300, 400, 500, 600 Euro pro Kind, wenn man mehrere Kinder hat, pro Schuljahr, oft innerhalb von einem Kalenderjahr zwei derartige Reisen. Aber für ein Drittel ist es kein Problem. Für ein Drittel geht es aus, aber es ist schon eine schwierige Belastung fürs Familienbudget. Und die Situation, die wir heute haben, ist halt auch, für ein Drittel geht es eigentlich gar nicht aus. Für einen Teil dessen ist, wenn die Elternvereine einen Teil zuschießen, geht es sich dann gerade noch aus, dass halt ein Teil davon mitfahren. Aber das, was wir tagtäglich erleben, ist, für zwei, drei, vier Kinder geht es sich nicht aus. Die können nicht teilnehmen am Schulskikurs, die können nicht auf die Sprachreise mitfahren, weil es sich nicht ausgeht. Und jetzt gibt es eine neue Leistung, Familienbonus, Plus, Super, Spezial, was auch immer das heißen mag. Und was bedeutet das ganz konkret für diese Schulklasse? Es bedeutet, für die es kein Problem ist, kriegen volle Kanne das Geld. Für die, die es eng ist, die kriegen ein bisschen was. Und für die, die heute ein Problem haben und heute nicht teilnehmen können am Schulskikurs, die nicht teilnehmen können an der Sprachwoche, die kriegen, erraten, gar nichts. Das ist Ihre Politik, das lehnen wir Sozialdemokraten ganz sicher ab. Was könnte man mit diesem Geld machen? Man könnte mit diesem Geld ein gratis zweites Kindergartenjahr für alle einführen. Plus, man könnte in jede Kindergartengruppe, die heute existiert, einen zweiten Pädagogen oder eine zweite Pädagogin reinstellen. Plus, man könnte allen, die im Kindergarten arbeiten, eine 10-20%ige Gehaltserhöhung zahlen. Plus, man könnte die Öffnungszeiten der realen Gegebenheiten und der Notwendigkeit anpassen. Alle diese Sachen zusammen ausfinanziert, wenn man Familienbonus. Also jetzt sind noch ausfinanziert. Oder man könnte auch den Familienbonus einfach für alle Kinder geben. Die Kollegin Yildirim wird hier dazu einen Antrag einbringen, dass man auch allen Kindern, jedes Kind ist gleich viel wert, war ein Grundsatz in der Politik, werfen sie über Bord, manche Kinder sind viel wert, manche ein bisschen, manche gar nichts. Wenn Sie zurückkommen wollen zu dem Konsens in der Zweiten Republik, nämlich dass jedes Kind gleich viel wert ist, können Sie ja dem Antrag, den die Kollegin Yildirim einbringen wird, zustimmen. Und kommen Sie mal jetzt bitte nicht mit dem Schmäh, die zahlen ja keine Steuern. Das, was stimmt, ist, die Eltern zahlen vielleicht keine Lohn- und Einkommensteuer, aber sie zahlen genauso ca. 40% von ihren Einkommen an Steuern und Abgaben. In Österreich gibt es nicht eine Steuer, die heißt Lohn- und Einkommensteuer, sondern es gibt ein Steuersystem.
das sind Sozialabgaben, Lohnsteuern, Umsatzsteuern, Konsumsteuern etc. besteht. Das, was wir wissen, ist unabhängig vom Einkommen bei Arbeitnehmern, ob die 1.000 Euro, 2.000 Euro brutto, 3.000 oder 4.000 Euro brutto verdienen, die zahlen alle ca. 40% Steuern und Abgaben. Die, die wenig haben, zahlen vielleicht keine Lohn- und Einkommensteuer, aber dafür zahlen sie mehr Umsatzsteuer, mehr Sozialversicherungsabgaben. Das heißt, dieser Schmäh ist, die Steuern zahlen, müssen entlastet werden und die anderen nicht, ist leider ein Schmäh. Das, was sie nur noch zusätzlich machen, ist, dass sie Immobilienhaie, Menschen, die wirklich nur Geld haben, in Zukunft nicht einmal mehr eine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Gilt leider nicht für jemanden, der eine Eigentumswohnung, der ein Eigenheim, der einen Schrebergarten kauft oder verkauft. Die müssen es zahlen, aber Julius Meindl und Konsorten müssen in Zukunft keine Immobilienertragssteuer zahlen, weil sie nämlich ein Schlupfloch, das bisher ein Schlupfloch war und an und für sich verboten war, legalisieren. Das heißt, ihre Politik bedeutet, die, die eh nur haben, sollen weniger Steuern zahlen und die, die Geld brauchen, weil sie nicht teilhaben können an der Gesellschaft, die kriegen gar nichts. Diese Politik lehnen wir ab. Dankeschön. Ich darf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Wels-Land recht herzlich im Parlament begrüßen. Herzlich willkommen.